Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Dienstagabend. Ja, Sie sehen, wir haben wieder das Studio verlassen und sind auf dem Weihnachtsmarkt in Weißenfels. Meine beiden Kollegen Michael Turm und Thomas Scheidt, die schauen Sie jetzt gerade zu beim Eisstockschießen. Es ist das erste Mal, dass das hier in Weißenfels vonstatten geht. Erstmals ergänzte die Stadt Weißenfels in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt mit einer 400 Quadratmeter großen Eislaufbahn. Natürlich kann man auf so einer Bahn nicht nur Eis laufen. Am zweiten Adventswochenende rief die Stadtverwaltung zum ersten Eisstock-Cup der Sponsoren auf die Eisbahn. Vor einiger Zeit wurde ein solcher Cup bereits auf dem Zeitzer Weihnachtsmarkt ausgespielt. Damals konnte die Stadtverwaltung der Saalestadt ein Turnier gewinnen. Wer trat denn nun gegen wen in der ersten Auflage in Weißenfels an? Also heute spielen die Sponsoren und die Stadt Weißenfels gegeneinander. Also unsere Sponsoren sind die Sparkasse Burgenlandkreis, die WVW, die Stadtwerke und Tönnies und die Mitteldeutsche Zeitung. Und gerade jetzt im Moment finden die Platzierungsspiele statt und das erste Halbfinale. Und im zweiten Halbfinale darf dann die Stadt Weißenfels wieder ran, sozusagen. Kein Wettbewerb ohne Siegerprämie. Und hier hat sich die Kommune etwas einfallen lassen, wie uns Robert Brückner erläutert. Jedes Team muss eine Startgebühr von 100 Euro bezahlen und der Gewinner des Turniers, der bekommt quasi die komplette Summe und wird die Summe dann einem sozialen Zweck zuführen. Da weiß ich jetzt aber erstens noch nicht, wer gewinnt. Also wahrscheinlich sind es wir, aber wir wissen es halt noch nicht ganz genau. Und wir wissen natürlich auch noch nicht, zu welchem Zweck dann das Geld verwendet wird. Und so begaben sich die 6 Teams mit großem Elan in den Wettbewerb mit den schnellen Stücken. Weißenfels Oberbürgermeister Robby Risch gab seiner Mannschaft vorab zwar die Losung aus, heute gewinnen wir, aber erstens kommt es anders. Sie kennen das. Die Teams schenkten sich vor dem Weißenfelser Publikum nichts und in manchem Durchgang brachte erst der Zollstock die Entscheidung, welcher Stock am nächsten an der Daube steht. So manch einem Berichterstatter legte es für rasante Bilder sogar auf das Eis. Und wir können ja schon mal Resümee ziehen. Das erste Mal eine Eisbahn auf dem Weißenfelser Weihnachtsmarkt. Wie wird es angenommen? Also wir sind ganz schwer begeistert von dem Zuspruch. Ich war auch gestern bis spät abends hier. Heute ist Eisdisco heute Abend. Gestern Abend war schon dieser Wochenendstart sozusagen. Und es waren einfach Massen wieder auf der Eisbahn. Wir haben bisher weit über 2000 Fahrer gehabt. Und wir haben über 800 Vorbestellungen für die nächsten Wochen. Und wir sind wirklich ganz doll begeistert und freuen uns, dass das so gut angenommen wird. Wir wollten einfach einen Akzent setzen in der Innenstadt. Wir wollen mehr Menschen in die Innenstadt locken. Und das ist uns wirklich gelungen. Also da muss man auch ganz, ganz schwer Danke sagen an die Sponsoren, die das überhaupt ermöglicht haben. Nach den Vorläufen der beiden Gruppen konnten sich die Wohnungsverwaltung Weißenfels und die Mitteldeutsche Zeitung als Sieger der Gruppenphase schon einmal feiern lassen. Im Halbfinale setzte sich das Team vom Fleischwerk Tönnies gegen die WVW durch. Die Stadtverwaltung erreichte gegen die MZ nur ein Unentschieden. Das obligatorische Stechen gewannen die Medienprofis und damit war des Oberbürgermeisters Traum vom Sieg dahin. Diesmal reichte es nur für Platz 4 hinter dem Team der WVW. Nach 2 Stunden Spielzeit auf dem Eis entschied das Team der Mitteldeutschen Zeitung das Finale gegen die Jungs und Mädels von Tönnies mit 3:0 für sich. Mit stolz geschwellter Brust verriet MZ-Redaktionsleiter Bürger Zehntner die Strategie des Siegerteams. Nein, nur so instruktivmethodisch. Wir haben uns überlegt, man muss die Dinger vorwärts bringen und mehr nicht. Jetzt gibt's ja Geld. Es gab 600 Euro zu gewinnen, aber nicht für die MZ, für die Klassenkasse sozusagen, sondern es gibt einen besonderen Zweck. Wo geht euer Geld hin? Ja, wir haben unsere Leser auch aufgerufen, Vorschläge zu machen, wo wir das Geld hingeben sollten. Es gab zig Vorschläge dazu. Wir haben das ausgelost und teilen das letzten Endes auf an den Tierschutzverein Saale-Rippachtal in Hohenmölsen, 300 Euro, und an die Weißenfelser Tafel, beziehungsweise Naumburger Tafel, aber sitzt hier in Weißenfels, ebenfalls 300 Euro. Die beste Nachricht des Tages hatte dann aber Kulturchef Robert Brückner für alle Fans des Eislaufvergnügens in Weißenfels. Die Eisbahn wird angenommen, die Leute sind happy über das neue Thema. Am 20. ist aber Schluss, da soll die Eisbahn wieder eingepackt werden. Aber ihr habt gestern Abend was Neues entschieden. Ja, genau, aufgrund der guten Besucherzahlen und des guten Feedbacks haben wir gestern entschieden, dass die Eisbahn bis zum 27., also über die Feiertage, geöffnet hat und hier dann Eisstockschießen und Schlittschuhfahren weiter möglich ist.
Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigen hergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Schützenstraße und in Rasberg, im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera Langenberg und jetzt neu auch in Tröglitz. Golberner Wurstspezialitäten, denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Der neue Subaru LeVorg kombiniert optimale Funktionalität mit einer atemberaubenden Ästhetik. Durch den Turbomotor mit Direkteinspritzung bietet er eine ideale Balance zwischen Effizienz, kraftvoller Leistungsentfaltung und niedrigen Emissionswerten. Egal ob im Gelände oder auf der Straße, mit einem Subaru kommen Sie sicher an Ihr Ziel. Sparen Sie mit der Einführungsprämie für den LeVorg bis zum 30. November 2000 Euro. Ihr City Autohaus Zeitz in der Donnerliesstraße 17a. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz, Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Ja, liebe Zuschauer, ich führe Sie natürlich nicht aufs Glatteis, denn jetzt kommen wir zu weiteren Nachrichten aus unserem Burgenlandkreis. Und das Ganze in unseren Kurzmeldungen, kurz und kompakt. Bereits zum 21. Mal bildeten Menschen mit und ohne Handicap in Weißenfels eine Lichterkette. Am Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung gingen nicht nur direkt Betroffene über die Jüdenstraße zum Weißenfelser Markt. Also es gibt noch ganz viele tägliche Barrieren einfach für die Behinderten. Es wird an ganz, ganz viele Sachen immer noch nicht gedacht. Und ich denke, als ein paar Beispiele kann man ja sagen, das fängt an, wenn man in einem ganz normalen Café einen Kaffee trinken gehen möchte, barrierefreien Zugang zu haben, geht weiter, wenn man einen Arztbesuch hat, dass nicht alle Arztpraxen barrierefrei zugänglich sind. Konkret Beispiel, die Handybäckerei im Weißenfels, ein guter Backladen, Kaffee, eine hohe Stufe und weg. Das sind ein Jahr daran, dass die Stufe wegkommt. Die Firma wäre bereit, was zu bauen, aber jetzt haben wir Probleme mit dem Denkmalschutz. Die Stufe steht unter Denkmalschutz. Also ich denke, bei den Neubauprojekten hat Barrierefreiheit ist da ein großes Thema gewesen. Das können wir auch so beurteilen für Weißenfels. Da hat sich sehr, sehr viel getan, auch bei den ein oder anderen Straßenbaumaßnahmen, die aktuell so am Laufen sind oder auch abgeschlossen worden sind. Aber wie gesagt, gibt an vielen Stellen noch zu tun, aber überall gleichzeitig kann das eben auch nicht passieren, ja. Wir haben überall Rederecht und das ist ganz wichtig. Gerade ich bin im Sozialausschuss und Bildungsausschuss, da geht es um die Schule in Weißenfels, auch im ganzen Land. Und da versuchen wir, dass da im neuen Schulkonzept vor allem die Schulen vor bekommen,
vielleicht barrierefrei umgebaut werden können, damit die Kinder von Anfang an gemeinsam groß werden. Also ich denke, wo etwas getan wird, aber wo es sicherlich auch hin und wieder noch Unterstützung, wo es noch Unterstützung braucht, ist gerade bei Antragstellung ist so ein Zusammenführen in einem Amt, weil man wird dann immer von einem zum anderen geschickt und ich denke, das ist schon oft eine große Barriere auch. Es gibt hier vor Ort einige, die sich sehr engagieren dafür. Es gibt auch die Möglichkeit bei uns im Behindertenbeirat zum Beispiel, wir treffen uns immer in dem letzten Mittwoch im Monat, in der Regel im Technischen Rathaus, im Beratungsraum. Dort könnte man auch vorsprechen, wer im Prinzip Sorgen und Probleme hat und einfach auch eine Beratung braucht. Gewürdigt wurde diese Aktion von Sachsen-Anhalts Sozialminister Norbert Bischof, aber auch von Oberbürgermeister Robby Risch. Die Teilnehmer sollten unbedingt dranbleiben, um Barrieren in allen Bereichen weiterhin abzubauen. Das EKZ Schöne Aussicht in Leisling ist rundrum weihnachtlich geschmückt und auf die Feiertage ausgerichtet. Sogar der Nikolaus persönlich drehte am Sonntag in dem Einkaufstempel seine Runden. Doch in der Center-Mitte ging es heiß her. 15 Uhr klangen spanische Dance-Rhythmen durch die Gänge. Eine zierliche Frau brachte das Einkaufszentrum zum Kochen und verbreitete Sommerfeeling. Luna mit bürgerlichem Namen Marie-José van der Kolk steht seit den 90er Jahren auf der Bühne und eroberte unter anderem mit Bailando die Welt. Gold- und Platinauszeichnungen waren die Folge. Die Sängerin präsentierte sich am Sonntag sehr publikumsnah und begeisterte die Massen. Sie steht für Sommer, Sonne, Strand und gute Laune. Begeistert streckten die Besucher ihre Handys in die Höhe, um ja ein gutes Bild zu erhaschen. Nach 2-3 Stimmungsliedern stimmte sie dann den Song ein, der hier bei uns in Deutschland einfach zur Weihnachtszeit dazugehört. Hijo de la Luna. Es war ihre zweite Single, die hier in Deutschland den ersten Platz der Charts stürmte und sich unglaubliche 1,5 Millionen Mal verkaufte. Damit sind es schon zwei, mit denen ein weiteres Dutzend vollgemacht wurde. Die Stadtwerke Zeitz stellten am 2. Dezember den diesjährigen Vereinskalender vor. Der Bergesdorfer Karnevalsclub, der Frauen- und Kinderschutzverein, der Mitteldeutsche Umwelt- und Technikpark, der SV Groß-Grimma, die Verkehrswacht Zeitz, das Zeitzer Kinderdorf, das Kampfsportzentrum, der TSV Tröglitz, der Feuerwehrverein Theißen 1888, der Männerturnverein Zeitzer Turngala, die SG Eintracht Zeitz, das Armuttheater und der 1. FC Zeitz präsentieren sich im Jahresweiser für 2016. Die Erstauflage des 2015er Kalenders war schnell vergriffen und musste nachgedruckt werden. Zum Vorzugspreis von 5 Euro kann man den Kalender bei den Zeitzer Stadtwerken erstehen. Mit diesem Kalender will das Zeitzer Energieunternehmen seine Verbundenheit zu unserer Region einmal mehr aufzeigen. Zum 10. Mal luden die kleinen und großen Tänzerinnen der Sunflowers zu ihrer Weihnachtsshow in das Bürgerhaus von Hohenmölzen ein. Monate vorher wurden bereits Tänze ausgedacht und einstudiert. Jedes Jahr gibt es ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch die Show zieht. Dieses Mal präsentierten sie dem begeisterten Publikum die schönsten Momente aus 9 Weihnachtsshows. Viele der Tänzerinnen sind schon seit mehreren Jahren dabei und haben klein angefangen. Nun wurden die Choreografien vom Nachwuchs oder von den mittlerweile erwachsenen Mädchen getanzt. Um einen Blick in die Vergangenheit zu wagen, gab es die Tänze aus den verschiedenen Jahren auf 3 großen Flatscreens zu sehen. Als Novum gab es bei der Show am Freitag auch Live-Bilder von der Bühne auf den Flatscreens zu erleben. Unterstützt wurden die Sunflowers dabei wieder von JS Showtechnik Jens Henschel aus Weißenfels und dem BLK Regional TV. Eine feste Konstante bei allen Shows waren und sind die 3 Moderatoren. Sie führen jedes Jahr mit viel Witz und Spaß durchs Programm. Als ein Dankeschön überreichte Bürgermeister Andy Haug der Tanzgruppe einen Scheck als kleine Aufmerksamkeit für die beständige ehrenamtliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.
Als feste Tradition geworden ist auch die Spende an die Kinderkrebsstation nach Halle. Jedes Jahr sammeln die Tänzerinnen Geld und Sachspenden und überreichen diese an die Stationsschwestern. Der Countdown läuft. Am Wochenende haben wir dann bereits den dritten Advent. Haben Sie schon alle Weihnachtsgeschenke zusammen? Ja, falls nicht und Sie brauchen mal eine Pause auf der Jagd nach denselbigen, da haben wir wieder ein paar interessante Themen oder Termine für Sie in unseren Veranstaltungstipps zusammengestellt. Auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen, das können Sie am Samstag und Sonntag auf dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt in Hohenmölzen. Mit selbstgestalteten Geschenkideen, leckeren Naschereien, Grillspezialitäten, Suppen, köstlichen Heißgetränken und vielen anderen Überraschungen präsentieren sich die Vereine der Stadt auf dem Weihnachtsmarkt und freuen sich auf den Besuch vieler Gäste. Am Samstag, dem 12. Dezember, wird zum 14. Mal Deutschlands größter Märchenumzug durch das vorweihnachtlich gestimmte Finne-Städtchen Bad Bibra ziehen. Punkt 15.30 Uhr zieht das lebendige Märchenbuch langsam durch die Stadt und präsentiert in vielen Bildern die bekannten Märchen der Kinderzeit. Ob Schneewittchen, Schneeweißchen und Rosenrot, Aschenputtel oder die Goldene Gans. Sie alle sind hier zu Gast und ziehen zum traditionellen Weihnachtsmarkt in den Bürgergarten. Der besondere Tipp? Besuchen Sie den Kunsthandwerkermarkt gleich nebenan im Pfarrhof. Traditionelle Gewerke wie Drechsler, Schmied, Bogenbauer, Besenbinder, Kräuterfrau, Steinmetz und ein Falkner stellen ihre Arbeit und Produkte vor. Weihnachtlich glänzet der Wald. Unter diesem Motto möchte sie am Samstag, den 12. Dezember, im Theater Zeitz im Kapitol die Musikschule Burgenlandkreis Anna Magdalena Bach in diesem Jahr auf Weihnachten einstimmen. Nicht nur die jüngsten Musikschüler aus der musikalischen Früherziehung werden sie durch diesen gemütlichen Nachmittag begleiten. Auch die Streichergruppe und der Blockflötenchor sowie die Pianisten und Gesangsschüler bringen ihre Vorfreude mit weihnachtlichen Klängen zum Ausdruck. So werden die Musikschüler nicht nur in Ensembles, sondern auch solistisch ihr Können unter Beweis stellen und ihnen einen gemütlichen und vorweihnachtlichen Samstagnachmittag bereiten. Beginn ist um 15 Uhr. Am Samstag, den 12. Dezember, ist im Weißenfelser Kulturhaus das Kabarett Akademixer mit Robinson Grützer zu Gast. Freuen Sie sich auf einen verrückten Trip in die postmoderne Reisewelt mit Caroline Fischer und Ralf Beerwolf, erdacht und inszeniert von Matthias Tretter. Am Klavier Enrico Wirth. Die Geschichte ist kurz erzählt. Der Sommerurlaub, einst Höhepunkt der Beschaulichkeit, die Tage wurden mit Frühstücksbuffet, dicken Romanen und Streitereien über den Autoatlas gefüllt. Die Infos im Reiseführer waren immer ein bisschen zu alt, die Urlaubsorte immer ein wenig zu neu. Man war 14 Tage am Stück zusammen, länger als sogar an Weihnachten. Trotzdem versuchte man sich zu erholen oder wenigstens braun zu werden. Doch das war im letzten Jahrtausend, als wir Postkarten noch mit Kugelschreiber verfassten und in bunten Mülleimern mit einem Horn darauf einwarfen. Inzwischen ist die Welt ein Dorf geworden und selbst Feuerland ist höchstens ein paar Klicks entfernt. Wir buchen im Netz, wir checken ein am Automaten und wenn wir ins iPhone gucken, wissen wir sogar, wo wir sind. Ehepaar Grützke etwa wollte nach Borneo. Dass sie sich bei der Online-Buchung vertippt haben, kommt erst raus, als sie die Tickets in der Hand halten. Aber wenn man schon mal so weit ist mit Impfungen, Wurstkonserven und einem Dutzend Netzteilen, dann kehrt man nicht mehr um. Astrid Grütze hat sich schließlich wochenlang vor Kollegen und Nachbarn zur furchtlosen Entdeckungsreisenden stilisiert. Kommen Sie mit, begleiten Sie die Grützkes bei ihren Abenteuern in einer fremden Welt. Sehen Sie beim Verzehren exotischer Speisen, beim Feilschen mit bornesischen Straßenhändlern,
beim Facebook-Posten für die Verwandten in der Ferne, denn das Smartphone ist selbstverständlich immer mit dabei. Und Krutzke beweist, man kann auch in Borna 9000 Fotos machen. Karten sind im Vorverkauf über die Touristinformation Weißenfels erhältlich. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sieres Wohnen. Diese vier Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos: Wohlfühlen und sicher wohnen. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen. Nicht alle Freizeittipps, die fallen auf ein Wochenende. So zum Beispiel der Tag der offenen Tür des Weißenfelser Asklepios Krankenhauses. Der wurde nämlich am Dienstag, dem 1. Dezember durchgeführt. Mein Kollege Michael Turm, der war mit der Kamera vor Ort. Am 1. Dezember zeigten nicht nur Auszubildende des Weißenfelser Asklepios Krankenhauses, was Teil ihrer Ausbildung ist. Die Gesundheit und deren Erhaltung, Ausbildung und deren Perspektive und Prävention standen in unterschiedlichen Themenräumen auf dem Plan. Die Schüler stellten ihre jeweiligen Projektarbeiten vor. Wir führen heute bei uns am Bildungszentrum einen Tag der offenen Tür durch. Das heißt, wir möchten hier vorstellen, was bei uns durchgeführt wird an Ausbildung in der Pflege, Fortbildung und Weiterbildung für die Pflegenden. Und möchten einfach mit unseren Schülern gemeinsam zeigen, was hier gemacht wird und in welchen Räumlichkeiten wir uns befinden. Für uns am Bildungszentrum ist das eine Premiere. Das heißt, wir führen hier das zum ersten Mal diesen Tag der offenen Tür durch. In diesen Räumlichkeiten mitten in der Klinik befinden wir uns seit einem Jahr und haben das zum Anlass genommen, das auch dann auch mal zu zeigen, weil wir so hervorragende Bedingungen haben für die Ausbildung, dass wir denken, das muss man zeigen. Eine ganze Station wurde für die Ausbildung eingerichtet, somit erfolgt diese äußerst praxisnah. Es sollte auch Interesse geweckt werden, sich für einen Beruf in diesem Bereich zu entscheiden. Aber Zielgruppe sind auch unsere eigenen Mitarbeiter in der Klinik, die im Alltagsgeschäft ja wenig Zeit haben, um sich darüber zu informieren, wo wir sind und was hier geschieht. Und deshalb auch hier diese Zielgruppe. Auch Kooperationspartner im Gesundheitsbereich waren vor Ort. Im Rahmen der praktischen Ausbildung werden Schüler zu diesen und anderen geschickt. Wir haben insgesamt 80 Ausbildungsplätze, 60 in der Gesundheits- und Krankenpflege und 20 in der Krankenpflegehilfe. Parallel dazu organisieren wir einen Fortbildungskatalog mit Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung für Pflegekräfte, unter anderem zum Beispiel den Pflegeexperten Geriatrie oder auch die Weiterbildung zum Praxisanleiter.
Im Schnitt sind das ca. 15 bis 20 Teilnehmer in den Weiterbildungen und in den Fortbildungsveranstaltungen, die wir zudem organisieren. Da sind ungefähr 25 Veranstaltungen pro Kalenderjahr vorgesehen mit im Schnitt 20 Teilnehmern. Pflegeberufe werden zunehmend wichtiger. Dank der steigenden Lebenserwartung sind das zudem weitestgehend sichere Arbeitsplätze. Wenn man die dreijährige Ausbildung Gesundheits- und Krankenpflege absolvieren möchte, braucht man einen guten Realschulabschluss oder Abitur und Interesse für den Beruf, Interesse für den Menschen. Und für die Krankenpflegehilfeausbildung, die ein Jahr dauert, braucht man einen Hauptschulabschluss oder den nicht so guten Realschulabschluss. Das eigene Wissen testen, Kundeninteressierte bei einem Quiz. Für Schüler vielleicht der erste Schritt, beruflich diesen Weg einzuschlagen. Und wem das an diesem Tag der offenen Tür nicht reichte, der hatte auch die Möglichkeit, sich zuerst theoretisch zum großen Thema Bewegung und die Auswirkung von Bewegungsmangel beim Bewegungsteam zu informieren. Für die praktische Umsetzung der Bewegungsmangelprävention war ein Vertreter der Wölfe des MPC dabei. Für alle, die es ruhiger angehen möchten, ist vielleicht Yoga eine Möglichkeit. Ja, wie in jedem Jahr fragen wir uns natürlich, gibt es nun endlich mal wieder Weiße Weihnachten, das Ganze hier in unserer Region. Ja, hier in Weißenfels, da wird bei der Natureisbahn ein bisschen nachgeholfen. Wann und ob Petrus sich mit Frau Holle vereint und uns die weiße Pracht schickt, das können wir Ihnen natürlich noch nicht sagen. Aber wie es in den nächsten drei Tagen mit dem Wetter weitergeht, hier unsere Wettervorschau. Qualität, regionale Produkte und immer ein freundliches Wort. Das E-Center Naumburg präsentiert Ihnen das Wetter im Burgenlandkreis. Am Mittwoch fällt aus einer geschlossenen Wolkendecke in der ersten Tageshälfte noch leichter Regen. Dieser zieht in den Mittagsstunden ab und nachfolgend wird es bei lockerer Bewölkung trocken bleiben. Der Wind weht schwach bis mäßig und dreht auf West. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 bis 9 Grad. In der Nacht zum Donnerstag ist es teils gering bewölkt, teils bilden sich Nebel oder Hochnebel. Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 1 Grad. Am Donnerstag ist es überwiegend sonnig. Einzelne vorüberziehende Schleierwolken verdecken die Sonne kaum und bringen keinen Niederschlag. Bei mäßigem südlichen Wind werden 7 bis 10 Grad erreicht. In der Nacht zum Freitag ist es überwiegend gering bewölkt, teils auch wolkig und trocken. Die Luft kühlt auf 4 bis 1 Grad ab und gebietsweise muss mit leichtem Frost in Bodennähe gerechnet werden. Der Südwestwind weht schwach bis mäßig. Am Freitag gibt es insgesamt mehr Wolken als Sonnenschein. Aber es ist nur vereinzelt mit Niederschlag zu rechnen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 7 Grad. Es weht weiterhin ein mäßiger Wind aus südwestlicher Richtung. Egal wie das Wetter auch wird, wir sind immer für Sie da. Das E-Center Naumburg. Damit, liebe Zuschauer, sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am Freitagabend zur nächsten aktuellen Sendung hier bei Ihrem BLK Regional TV. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Lassen Sie sich nicht vom Einkaufstrubel sehr stressen. Ja, weitere Nachrichten finden Sie wie immer auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Wie gesagt, eine schöne Woche, machen Sie es gut, bis zum Freitag. Tschüss!